What the fuck? Wir sind im zweiten Stockwerk. Oh, sieht das gut aus. Yo, was geht, meine Freunde? Willkommen zum nächsten Video hier auf meinem Kanal Nextdoor. Ein kleines Indie-Horror-Game, was ich wieder auf itch.io gefunden habe, ist ein Fanprojekt. Das Ganze soll auf einem Anime-Manga beruhen mit einer relativ düsteren Story, die ich aber wohlbemerkt nicht kenne. Ich habe 1, 2, 3 Screenshots gesehen von dem Spiel und dachte, das catcht mich. Es ist ja so, dass ich momentan jede Woche 1, 2 neue Spiele vorstelle. So dachte ich, bringe ich ein bisschen Abwechslung rein. Ist immer wieder was Neues mit dabei und ja, schauen wir mal, was es hier geht, ne? Oh, komm schon. Ich kann so nicht lernen mit dem ganzen Krach die ganze Zeit. Ich werde nach oben gehen und mir das von der Seele reden. Mit erhobenem Hauptes machen wir uns auf den Weg zu unserem Nachbarn, um denen die Meinung zu geigen. Nachbarschaftsstreit hat ja was Unterhaltsames. RTL sicher schon auf dem Weg mit dem Kamerateam. Aber wir müssen nach oben, ne? Es scheint schon Nacht zu sein. Ja, da würde mich die Musik aber auch ziemlich stören. Ja. Oh, ich bin nicht wirklich durstig. Wir kippen nachher ein, wenn wir das mit dem Nachbarn geklärt haben. Ja, bin ich aber gespannt, was das für Typen sind. Und wahrscheinlich nach ganz links, ne? Ja, die Musik wird auch lauter. Hallo? Was willst du? Könnten Sie bitte die Musik ein bisschen leiser schalten? Sie stören, sie ist dezent zu laut. Du findest, sie ist zu laut? Ja, das finde ich. Sie stören den ganzen Frieden. Du bist wahrscheinlich die Einzige, die so denkt. Du bist ein wenig verklemmt. Wenn die Nachbarn nebenan sagen, sie ist zu laut, dann werde ich drüber nachdenken. Schau zu und warte hier. Also ich bin ja eigentlich auch ein Nachbar, ich wohne einfach unter ihm. Warte, ich kann doch mal was sagen. Ah, los, geh. Also gut. Gehen wir mal zu den Nachbarn. Entschuldigen Sie. Ist irgendjemand da? Irgendjemand? Ah, wahrscheinlich ist niemand zu Hause. Ich habe vorhin gesehen, wie Sie gegangen sind. Da grinst er. Gegangen? Sind Sie sicher, dass niemand zu Hause ist? Natürlich beschwert sich dann keiner über die Musik, wenn niemand zu Hause ist. Nein, das ist es nicht. Sie ist nicht leer. Manchmal höre ich drüben sich eine Tür öffnen und schließen. Aber ich sehe niemanden irgendwie herumlaufen oder so am Tag. Okay. What the fuck? Ist die auf einem Weg zu der Beerdigung? Ja, guck mal, da guckt jetzt sogar der Mann und der hört ja so komische Musik. Es war jemand zu Hause? Sie scheint schon ziemlich komisch angezogen zu sein. Es war das erste Mal, dass ich sie gesehen habe. Und wieso das ganze Schwarz? Was ist hier los? Könnten Sie bitte ein wenig leiser streiten? Bitte. Ah, die Streiterei stört sie, aber die Musik nicht. Ah, tschüss. Mal gucken, was die irgendwelche Sachen zu, was die zu sagen hat. Entschuldigen Sie, kann ich Sie etwas fragen? Ich bin von unten und stört Sie die laute Musik von da drüben nicht? Ein wenig, aber es ist ja nochmal ein Apartment dazwischen. Vielleicht sollten Sie nebenan fragen. Sie ist gerade gegangen. Und da ist sonst niemand in der Wohnung? Wie meinen Sie das? Ich bin mir ziemlich sicher, dass da mehrere Frauen in dieser Wohnung leben. Eine komische Sache. Sie alle haben verschiedene Körperfiguren, aber ziehen sich alle komplett in Schwarz an. Und niemals sehe ich irgendjemanden oder sie sagen Hallo. Sehr, sehr unfreundlich, wenn Sie mich fragen. Ist das alles, meine Liebe? Ich muss noch die Wäsche machen. Haben Sie einen schönen Abend. Dankeschön. Gleichfalls. Das ist wirklich weird, das Ganze. Aber das hilft mir nicht wirklich bei meinem Problem mit der lauten Musik. Besser, ich gehe zurück in meinen Raum und probiere weiterzulernen. Also, um das Ganze jetzt mal zusammenzufassen. Wir sind da unten am Lernen, mitten in der Nacht. Und Musik ist zu laut. Der Typ, der hat überhaupt, warte, ich kann ja nochmal gucken, der Typ hat ja überhaupt kein Feingefühl für uns.
Wir haben ja wirklich freundlich gefragt, ne? Und hier wohnen irgendwelche seltsamen Gestalten. Und die Nachbarin weiß auch nicht wirklich mehr. Spannend. Gehen wir mal runter. Haben wir jetzt vielleicht Durst? Ich bin nicht wirklich durstig. Na gut. So, dann hoffe ich ja, dass wir jetzt ein bisschen da zum Lernen kommen. Ein bisschen Frust konnten wir ablassen. Ja, hat die Musik aber immer noch nicht ausgeschaltet. Da bin ich ja mal gespannt, wie lange wir so durchhalten. Na gut. Oh, die Musik hat aufgehört. Was ist los? Nach all dem Durcheinander hat er jetzt nachgegeben? Na gut, da kann ich jetzt wenigstens lernen. Ja, viel Spaß. So. Oh, Entschuldigung, da bin ich ja mal gespannt, was jetzt noch alles kommen wird. Also ich finde es bis jetzt richtig cool. Puh. Es ist wirklich dunkel. Ah, jetzt ist es Nacht. Es ist wirklich dunkel geworden. Ich sollte mir einen Drink holen. Ach, jetzt will sie einen Drink haben. Ja, am besten bei so einem Automaten hier. Keine Ahnung, wie viel Franken, sage ich schon. Wie viel Euro ausgeben, um sich den Scheiß zu holen. Boah. Ja, jetzt wird's schon langsam creepy, muss ich sagen. Aber wirkt richtig gut. Boah, Scheiße. Gucken wir mal. Oh, shit. Oh, das ist der Typ von oben. Hä? Was machst du hier? Ach, du bist es. Schleich dich doch nicht so nah. Schleich dich doch nicht an mich so ran. Was ist los mit dir? Du bist weiß wie ein Blatt Papier. Kann ich dich was fragen? Natürlich. Die Ladies, wo neben mir wohnen. Was ist los mit denen? Was meinst du? Ja, es macht alles für mich keinen Sinn. Ich weiß nicht, wie viele Leute da wirklich leben und ich höre sie nicht ein einziges Geräusch machen. Und das mit diesen dünnen Wänden? Ja, ich höre sie weder reden noch sich bewegen oder sonst irgendetwas. Oh, da ist jemand gekommen. Das ist wirklich verrückt. Oh mein Gott, aber die ist viel größer als die vorhin. Was geht hier ab? Das wurde damals bei der Wohnungsbesichtigung wahrscheinlich nicht gesagt, dass da so Leute wohnen. Ei, was die aber auch für Hände hat, so Arme, so voll rumschlackernde. Ja, da würde ich auch so gucken. Oh, wer war das? War es das Ding, das neben mir wohnt? Wieso höre ich nicht einen einzigen Sound durch die Wände? Ich gehe zurück in mein Zimmer. Ja, besser und am besten abschließend. Sachen packen und dann wegziehen. Wir sehen uns wieder. Und dann lässt ihr den jetzt einfach da? Willst du nicht mitkommen? Kann ich dir nochmal was fragen? Ich werd jetzt lieber zurückgehen. Okay. The fuck? Was war das? Das hat sich angehört, als käme es von oben. Oh Mann, ich will aber nicht. Oh, wie gut das aber auch gemacht ist. Das ist runtergefallen. Im Gesicht? Eine Katze einfach. Wem ist diese Katze? Sie hat ein komisches Gesicht. Stark, richtig gut. Hier kann ich nichts machen. Ein Riesenkäfer. Ey, stark. Hallo? Bist du okay? Ah, die Tür scheint offen zu sein. Ja, das Erste, was wir denken, ist natürlich einfach reinzugehen. Das ist so verrückt. Niemand ist hier, aber wir haben ja einen Schreien gehört. Da ist wirklich niemand, der irgendein Geräusch von sich gibt. Das ist wirklich verrückt.
Hey, da ist ein Loch in der Wand. Glory Hole. Wow. Das muss der Wind gewesen sein. Oh, ganz bestimmt. Warte, bevor wir durch das Loch der Verdammnis schreiten. Vielleicht ist er aus dem Fenster gesprungen. Oh, gehen wir mal gucken, was uns da erwartet. Ich will das eigentlich gar nicht. Schauen wir mal. Was ist da drüben los? Es sieht so düster aus. Aber egal, ich mache es. Ich muss gedrückt halten. Hä? What the fuck? Was ist das? Hä? Oh, das hat es gesehen. Ja, am besten nochmal durchgucken. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Ah, los, 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 los. Geh zurück. Was ist das? Was ist sie? Und diese Gliedmaßen, und wieso strecken die sich und ziehen sich wieder zusammen? Das bedeutet ja, dass all diese verschiedenen großen Frauen eine einzige Frau sind. Und exakt dieselbe Frau. Boah, wir sollten abhauen. Na gut. Oh. Ich glaube, die kommt rüber. Wer ist da am Kommen? Ich will da nicht raus. Können wir gehen? Komm. Was soll ich denn machen? Da kann ich nichts mehr machen. Oh, sie ist gegangen. Oh, die ist jetzt drei, viermal den Weg hoch und runter gelaufen. Oh, sie scheint unten. Sie scheint noch im Gang zu stehen. Oh, vielleicht. Ja, vielleicht. Also unten. Vielleicht können wir sie von hier beobachten. What the fuck? Wir sind im zweiten Stockwerk. Oh, sieht das gut aus. Oh, lauf! What the fuck? Ich bin entkommen von damals an in der Zeit. What the fuck? Richtig cooles kleines Game. Hat mir mega gut gefallen. Schade, dass das nur so ein kleines kurzes Spiel ist und nicht irgendwie ein größeres. Das hätte ich jetzt gern länger gespielt. Richtig stark. Jo, meine Freunde, ich hoffe, euch hat's gefallen. Entschuldigt meine mageren Englischkünste, wenn ich mich irgendwo verlesen habe oder sonst irgendwas. Ansonsten würde ich sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich über ein positives Feedback, ich kann es einfach nicht aussprechen, über ein positives Feedback natürlich freuen. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif, euer Nier und ciao.